Das Lokalfernsehen TV Mür sucht Damen und Herren als freiberufliche Werbeberater. Wenn Sie gerne Medienprodukte verkaufen, kontaktfreudig sind und in der Region wohnen, dann sind Sie bei uns richtig. Außerdem suchen wir Moderatorinnen und Moderatoren, die durch das Wochenprogramm von TV Mürz führen und Redakteurinnen und Redakteure, die Fernsehbeiträge gestalten. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihren Anruf. Unsere Telefonnummer lautet 0664 140 0104. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Sonderausstellung, Sommerkino und Kasperltheater, das sind die Stichworte zu den Beiträgen unserer Sendung. Beginnen wir gleich mit unserem ersten Beitrag. Seit Mai wird im Wintersportmuseum eine Sonderausstellung zum Thema Sommerfrische in Mürzzuschlag gezeigt. Diese Ausstellung läuft noch bis 5. Oktober, eine Sonderführung dazu gibt es am 6. September ab 18 Uhr. Wir zeigen Ihnen daher noch einmal unseren Bericht von der Eröffnung dieser Sonderausstellung. Auch nach der Neugestaltung des Wintersportmuseums Mürzzuschlag bereichern Ausstellungen zu besonderen Themen sowie verschiedene Veranstaltungen den Museumsbetrieb. Am 18. Mai wurde die Sonderausstellung Sommerfrische eröffnet. Mürzzuschlag war um die Jahrhundertwende sehr bekannt bei der Sommerfrische. Wir haben ein Kurhaus gehabt, die Heilwasserkaltanstalt. Und der Toni Schruf hat auch sein Nötiges dazu getan. Also er hat Lesungen und das hat gemacht. Und das Rosekerstüvel war auch sehr beliebt bei Künstlern. Und der Johannes Brahms war auf Sommerfrische. Auch also Künstler, Musiker hat es nach Mürzzuschlag gezogen. Also es war wirklich einiges los um diese Zeit. Die Sommerfrische passt sehr gut ins Wintersportmuseum, weil es ja auch Teil Mürzzuschlags war und als solches wir als Museum ja auch eine Verpflichtung haben, die Geschichte unserer Stadt aufzuzeigen. Und zwar, es gibt noch viele so Sehenswürdigkeiten, die an diese Zeit erinnern. Wenn man denkt an die vielen Flaniermeilen, an die Promenaden, die es gegeben hat, von der Altwiener Ruhe, wie sie genannt wurde, herüber über den Grübelbauer, auf den Kaiserstein zur Rabenlechner Höhe. Das waren also so Wege, die damals sehr, sehr viel gegangen wurden, sehr bekannt waren. Heute findet man eben dann noch das Bankerl, das vielleicht an Rabenlechner erinnert, oder den Ausblick, der dann am Kaiserstein vorbei auf Mürzzuschlag führt. Auf der anderen Seite im Ganztal hinter mir sieht man noch das Gehöft Magerl, bekannt ja heute für gutes Brot. Damals war eben dort die Kaltwasserheilanstalt. Also wenn man da ein bisschen in die Geschichte eintaucht, dann macht es diese Faszination aus, einerseits mit Menschen zu reden, die vielleicht noch Geschichten erzählen können, das vielleicht selbst noch erlebt haben, aber auch die Orte aufzusuchen, wo diese Geschichte stattgefunden hat. Fotos, Plakate, Objekte und Filmmaterial in Schwarz-Weiß erzählen aus der Zeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit der Erschließung der Semmeringbahn war die Sommerfrische damals fester Bestandteil des Sommerlebens in Mürzzuschlag und der Region. Das wohlhabende Bürgertum pflegte das Freibaden in der Kaltwasserheilanstalt, das Spazieren in der Au oder das Wandern rund um die Mürzzuschlager Berge. Bei der diesjährigen Sonderausstellung wird auch die Aktualität der Sommerfrische als kurzzeitiger Erholungsurlaub mit frischer Luft und klarem Gebirgswasser in einer intakten Natur hinterfragt. Ein umfangreiches Programm wird während der Sonderausstellung im Wintersportmuseum Mürzzuschlag angeboten. Es ist eben unser Wintersportmuseum, hat aber mehrere Themen, die bespielt werden. Es ist eben auch ein eigener Bereich geschaffen worden, der auch weiterhin Showroom genannt wird und wo eben Ausstellungen Platz haben. Und naturgemäß, wenn das Frühjahr kommt, der Sommer kommt, ist vielleicht das Skifahren einmal nicht so im Vordergrund. Und dann widmet man sich eben anderen Themen, diesmal der Sommerfrische,
diesem Teil der Geschichte unserer Stadt und diesem Potenzial, das wir heute noch haben, also mit diesem Radfahren und mit den kurzen Anreise- und Abreisezeiten von den Ballungsräumen und naturräumlicher Umgebung. Vielleicht kann man da ein bisschen auch anknüpfen und jedenfalls interessiert es die Menschen vor Ort, wie denn das war, wo wir noch Zeugnisse haben und welche Potenziale wir haben. Die Sonderausstellung Sommerfrische ist noch bis 5. Oktober geöffnet. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark, Regionalstelle Mürzzuschlag, lädt am Mittwoch, dem 4. September, zu einem Informationsnachmittag ein. Ab 14 Uhr gibt es im Haus des Pensionistenverbandes in der Grazer Straße 49 in Mürzzuschlag Auskünfte und Informationen rund um das Thema Leistungen und Hilfestellungen des Landesverbandes. Alle Interessierten, nicht nur Mitglieder, werden zu dieser Veranstaltung von der Regionalgruppenleiterin Renate Teveli herzlich eingeladen. Die weiteren Termine der Infonachmittage sind jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Einmal im Jahr lädt die Zeitung Woche Mürztal zu einem Sommerkino in das Südbahnmuseum ein. Bei freiem Eintritt war diesmal die Dramakomödie Juliet Naked zu sehen. Meine Woche Mürztal ist eine Gratiszeitung, die wöchentlich an alle Haushalte zugestellt wird und auch als E-Paper online zu lesen ist. Das Printmedium bietet den Leserinnen und Lesern nicht nur gedruckte Inhalte, sondern verschiedenste Events wie das jährliche Sommerkino. Gemäß unserem Slogan einfach näher dran wollen wir immer direkt den Lesern was bieten mit dem Woche Sommerkino, das jetzt mittlerweile schon mehr als 10 Jahre sicher gibt da im Südbahnmuseum, früher im Rundlagschuppen, jetzt sind wir direkt im Museum und wir haben auch immer mehrere Filme zur Auswahl. Die Entscheidung, welcher Film das gezeigt wird, das überlassen wir dann der Gemeinde. Obwohl das Angebot der verschiedenen Streaming-Dienste ständig erweitert wird und viele Filme von freien oder kostenpflichtigen Fernsehsendern gezeigt werden, ist das Kinoerlebnis nach wie vor etwas Besonderes. Noch dazu, wenn der Kinosaal mit einer eher ungewöhnlichen Location vertauscht wird. Ja, es ist, glaube ich, sehr interessant, dass man mal nicht in einem 0815 Kinosaal sitzt, sondern in einem Eisenbahngebäude eigentlich mit ganz vielen historischen Gegenständen. Und ich glaube, dass da das auch den Film spannender macht sogar. Darf ich Sie zu einem Interview bitten über dieses Sommerkino? Nein, es tut mir leid, ich bin eigentlich nur zum Film schauen da und nicht für ein Interview. Danke. Und da hat die Kinobesucherin zweifellos recht. Zu sehen war die Dramakomödie Juliet Naked, zugleich der Titel eines neuen Albums des Singer-Songwriters Tucker Crowe. Annie hört in die neuen Songs hinein und kritisiert das Album auf der Fan-Website. Crowe meldet sich daraufhin persönlich bei Annie und schnell entsteht zwischen ihr und Tucker eine Freundschaft. Das Südbahnmuseum hat sich mittlerweile als Ausstrahlungsort des Sommerkinos etabliert. Wir haben da schon eine lange Tradition hier im Südbahnmuseum, immer in Kooperation mit der Woche, das Sommerkino eben hier im Südbahnmuseum zu veranstalten, entweder im Rundlagschuppen oder so wie dieses Jahr vorne in der neuen Montierung. Für die Besucher ist das Südbahnmuseum trotz der Bauarbeiten am Bahnhof Mürzzuschlag problemlos zugänglich. Ja, es ist natürlich schon eine große Herausforderung, die riesigen Baumaschinen, die da hier arbeiten. Aber das Südbahnmuseum hat natürlich weiterhin geöffnet, auch während der ganzen Bauzeit. Und ja, die Besucher trauen sich zu uns. Geöffnet hat das Südbahnmuseum bis 26. Oktober täglich von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Dienstag ist geschlossen. Vom Südbahnmuseum nun wieder zurück ins Wintersportmuseum. Neben länger laufenden Ausstellungen finden dort auch einzelne Veranstaltungen statt. So wie zum Beispiel ein Kasperltheater für die Kleinen. Das Jugendreferat der Stadtgemeinde Mürzzuschlag lud kürzlich zum Kasperltheater in das Wintersportmuseum. Bei uns gibt es ja nicht nur die Dauerausstellung, sondern auch immer wieder Sonderausstellungen mit zusätzlichen Rahmenveranstaltungen. So am 13. zum Beispiel die historische Wanderung wieder Richtung Lambach durch die Au oder am 6. hier eine spezielle Sonderführung in der Sonderausstellung. In den letzten Wochen waren auch die Sommerclassics bei uns zu Gast und heute das Jugendreferat mit dem Kasperl. Habt ihr das Ungeheuer schon gesehen heute? Also es gibt ja so viele Tiere, Kinder. Große Tiere gibt es und kleine Tiere,
Aber Herr König, ein Ungeheuer mit einem großen Kopf und roten Haaren, davon weiß ich nichts. Die Familie Schweizer-Thunhardt aus Niederösterreich steht seit 7 Generationen für die Kunst des klassischen Wiener Puppentheaters und verkörpert bis heute alte Werte und Traditionen einer längst vergangenen Zeit. Es ist etwas Entscheidendes, ja, dass man eine zeitlose Unterhaltung hat, ja, die eben ohne modernen Einfluss von außen über Generationen hinweg weitergegeben wird. Ja. Ein Tablet, ein Fernseher kann niemals das Erlebnis, im Theater zu sitzen, einfach ersetzen. In keinster Weise. Zum Glück. Wir fangen alle Tiere ein, die sperren dann alle rein, die großen Tiere, kleine Tiere, schöne Tiere. Gespielt wurde diesmal das Stück Kasperl und das Drachenbaby. Und die Mädchen und Buben haben gut aufgepasst. Dass der Drache sich verlaufen hat und in einen Sack voller Uhu und Essen gebissen hat. Ich habe jetzt so großen Hunger, das nehme ich mit nach Hause. Ja, du bist ein Baby. Baby. Ah! Und Kasperl hat ihn dann gerettet. Und dann war alles schön. Weißt du was, ich habe eine Idee. Wenn das Ungeheuer überhaupt gar kein Ungeheuer ist, dann passen wir auf das Drachenbaby gut auf. Wir werden nach ihm suchen und vielleicht finden wir für das Baby ein neues Zuhause. Ein Babydrache und ein Kasperl und ein Dieb. Wie hat der Drache geheißen? Fridolin. Und was ist mit ihm passiert? Der Bösewicht hat ihn gestohlen und wollte ihn verkaufen. Das Drachenbaby Fridolin wurde aber weder verkauft noch eingesperrt. Wirklich gut, dass es den Kasperl gibt. Und wer soll auf dich aufpassen? Du! Darfst du bei mir bleiben? Ja! Gut, dann werde ich auf dich aufpassen. Mit Witz und Charme schenkte der Nostalgie-Kasperl den Kleinen wie den Großen ein besonderes Stückchen Kindheit. Ja, mit diesem Bericht über das Kasperltheater geht unsere Sendung auch schon zu Ende. Im Namen des gesamten Teams sage ich, ja, was ist denn los? Herr Regie, Entschuldigung. Entschuldigung. Darf ich noch was sagen, unbedingt? Ja, aber kurz, Kasperl, bitte, kurz. Ganz, ganz kurz. Vielen Dank an alle Kinder, den Großen und den Kleinen, zu Hause vor den Bildschirmen. Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, damit ist sie wirklich zu Ende, unsere Sendung. Das Lokalfernsehen TV Mürz sucht Damen und Herren als freiberufliche Werbeberater. Wenn Sie gerne Medienprodukte verkaufen, kontaktfreudig sind und in der Region wohnen, dann sind Sie bei uns richtig. Außerdem suchen wir Moderatorinnen und Moderatoren, die durch das Wochenprogramm von TV Mürz führen und Redakteurinnen und Redakteure, die Fernsehbeiträge gestalten. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihren Anruf. Unsere Telefonnummer lautet 0664 140 0104.